Schlitzige Eiklapperlatschinken. Hier sieht man einen schlitzigen Dude mit einem Fischerhut. Tägliche Schlitzformationsformcheck. Insektenprotein. Sehr fein. Und es wird Gas gegeben. Hier versuche ich halt etwas den Fullstack zu pumpen und bin sogar 20-30% stärker geworden. Da sieht man, dass sich niemand für einen interessiert. Irgendwie ist es dann zu einem riesen Sushi-Ei klar geworden. Schlitzlichst willkommen zu meinem Peak-Week-Vlog. Wir sind nun offiziell eine Woche vor meinem ersten Wettkampf bei der ANBF und 8 Tage vor der ungetesteten IFBB-Neulingsmeisterschaft bzw. Beginners Cup. Und da möchte ich euch die nächsten 7 Tage auf jeden Fall mitnehmen. Ich zeige euch da, wie ich meine Peak-Week gestalte. Wie ihr gesehen habt, habe ich die 2 Weeks Out nicht dokumentiert. Ich habe das nicht so als relevant angesehen. Da ist nicht viel passiert. Also da ein schlitziges Omelett, mehr Mozzarella, mal weniger Mozzarella. Nichts Besonderes. Aber ich werde ab heute alles penibelst dokumentieren. Ich werde progressiv Tag für Tag, je nach meiner Form, die Kohlenhydrate steigern bzw. anpassen. Zusätzlich versuche ich Salz, Kalium und andere Mikronährstoffe ebenso zu tracken. Mal sehen, ob mir das gelingt. Auf jeden Fall werde ich hier die Mikros, Salz, Kalium und die Steps auflisten. Und somit habt ihr eigentlich die perfekte Übersicht über meine Peak Week. Ich werde diesen Vlog so einfach wie möglich behalten, also so primitiv wie es geht. Und ja, viel Spaß damit. Los geht's. Ich beginne die Peak Week natürlich mit einer massiven Dosis an Koffein und natürlich in Form von einem Mokka. Ich sag's euch Leute, jede Kapselmaschine oder Filterkaffee ist ein Kack dagegen. Während wortwörtlich die Kacke am Dampfen ist, habe ich schon mal etwas Eiklar, Salz und einen Antihaftspray vorbereitet. Nebenbei werden auch die Kohlenhydrate vorbereitet, natürlich in Form vom schlitzigen Reis mit der 1,5-fachen Menge an Wasser. Anschließend wird mit dem Antihaftspray die Pfanne geschmiert, damit der schlitzige Eiklar ja nicht anklebt. Während das Ganze brutzelt, ist der Kaffee auch schon fertig, da patzen wir ein bisschen raus und trinken den Kaffee. Danach habe ich das Salz abgewogen, weil ich mein Mozzarella-Salzlevel stabil halten wollte. Es ist verrückt, wie viel Salz und Zucker in unseren Lebensmitteln versteckt ist. Man glaubt es kaum. Selbst ein ganzer Liter Eiklar hat verdammt nochmal 4 Gramm Salz drin. Daher habe ich nur so circa 10 Gramm extra Salz auf mein Essen geknallt, um das Ganze mit dem Käse auszubalancieren. Wir werden sehen, ob mein Körper darauf sehr viel Wasser einlagern wird oder nicht. Jetzt habe ich einen Haufen schlitzige Eiklar-Palatschinken vor mir. Die habe ich in 8 gleich große Stücke gehauen, in Tupperboxen gepackt und dann den Reis gleichmäßig drauf getan. Und hier sieht man einen schlitzigen Dude mit einem Fischerhut und sein Futter, das er gleich verdrückt. Dann habe ich mir meine routinemäßige Mikronährstoffsupplemente vorgenommen. Maca, Vitamin D3, Omega-3, Zink, Magnesium, Calcium, Ashwagandha, Multivitamine und 100 Milliliter Wasser mit 7 Gramm Kreatin. Dann habe ich mich auf die Waage gestellt und hatte nüchtern 77,9 Kilo. Das bedeutet, ich bin haarscharf am Gewichtslimit der ANBF. Die Regelkörpergröße in Zentimeter minus 100 ist die Grenze, aber ich hoffe mal, dass ich immer noch 1,77 groß bin und nicht geschrumpft bin. Wie immer kam dann der tägliche Schlitzformationsformcheck. Da ich gestern einen Refeed-Day hatte, sind über 600 Gramm Carbs im System und ich bin dadurch etwas praller, beziehungsweise das Licht ist halt auch etwas vorteilhaft. Jedoch bin ich von den gestrigen Weizenpuffer mit Honig etwas aufgebläht. Danach habe ich mir die erste schlitzige Eiklapperlatschinke mit Reis reingezogen und dann einen Spaziergang auf der Stepmaschine gemacht. Ein bisschen später habe ich mir noch eine Portion davon reingepfifft. Dann habe ich wieder ein paar Schritte gemacht, aber irgendwann bin ich auf dem Sofa eingeschlafen, während ich etwas hochgeladen habe. Irgendwie hat mich die Müdigkeit einfach überrollt. Um mich fürs Gym aufzurappeln, habe ich direkt 2 Scoops Peak Shot Pre-Workout reingeballert mit 5 Gramm Citrullin und 3 Gramm Beta-Alanin für einen ordentlichen Pump. Normalerweise schmeckt so ein Booster ja ziemlich mies, deshalb der Gesichtsausdruck, aber ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, dass es sogar trinkbar und lecker ist. Als Pre-Workout-Meal habe ich mir knappe 250 Gramm Ananas reingeballert. Ab geht's zur letzten schweren Pump-Session für die Arme und für die Schulter. Mango Zero gibt's hier auch noch und ich sehe gerade, ein Kamerad isst gerade seine Gains vor meinen Augen. Der 8-bändige Kollege hier weiß, wo die Gains sind. Insektenprotein. Sehr fein. So, im Gym angekommen, werden hier mal 10 Kilometer geradelt und ja, ganz schlitzig hier mit meinem Intra-Workout. Und es wird Gas gegeben! Nun wird fleißig gepumpt, es ist mehr oder weniger eine Spaß-Session, daher werde ich nicht näher aufs Training eingehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze gerne überspringen und ja, wenn nicht, dann schaut mir halt zu beim Pumpen. Ich bin der Typ, ich überspringe meistens die Trainingsparts in den Vlogs, weil die sind so richtig langweilig und monoton, aber ja, hier versuche ich halt etwas den Fullstack zu pumpen und das am Peak meiner Diät.
Ein bisschen Kraft ist noch da, also ich freue mich schon auf den Aufbau, da wird noch einiges gehen. Aber ja, man macht, was man machen muss. Ich pumpe einfach den Trizeps, soweit es geht, und jo. Mir macht das halt auf diese Art und Weise Spaß, das sind Myo-Drop-Sets und hier pumpe ich den Bizeps mit Hammer-Curls. 32er gehen immer noch, also ich bin auf jeden Fall nicht schwächer geworden. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar 20-30% stärker geworden. Die meisten Menschen starten eine Diät und gehen schon davon aus, dass sie schwächer werden, und das werden sie dann tatsächlich. Also ich finde, man sollte mit dem richtigen Mindset in eine Diät reingehen und sich trotzdem versuchen, progressiv zu steigern, dann wird das auch klappen. Zumindest ist es vorteilhaft, die Kraft beizubehalten und nicht schwächer zu werden. Auch im Sitzen wird der Bizeps gepumpt. Ja, ob es Sinn macht oder nicht, ist mir wurscht. Was viele vergessen, ist auch den Spaß daran zu haben. Und was ist das Training ohne Spaß? Ich meine, sich tagtäglich abzuquälen und etwas zu machen, was man nicht mag, das ist doch auch ziemlich arschig, oder? Also macht auch mal Sachen, die nicht im Plan stehen. Macht ein paar Extrasätze, Pumpsätze mit weniger Gewicht, mit mehr Gewicht. Nackt oder nicht nackt, mit Fischerhut oder ohne, schlitzig oder nicht schlitzig, was laber ich da? Auf jeden Fall werden Training zu Training meine Hosen immer löchriger und löchriger. Am Anfang war diese Hose eine Leggings, jetzt ist sie mehr oder weniger eine richtig fette Sweatpants geworden. Also ja, da spannt nichts mehr. Auch unilaterales Seitenheben mache ich. Im Aufbau habe ich das nicht gemacht, jetzt mache ich das. So habe ich ein sehr gutes Muskelgefühl und belaste meinen Rücken nicht allzu sehr. Hier kann ich mit Babygewichten sehr, 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 sehr gut meinen Muskel ausreizen. Ich finde, dass meine Schulter so richtig in den Arsch gefahren ist. Aufgrund meiner LWS konnte ich nicht so richtig stark und schwer die Military Press ausführen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber vor circa 3-4 Monaten hatte ich ziemliche Probleme in der Lendenwirbelsäule und dadurch konnte ich Druckübungen nicht so gut ausführen, vor allem Military Press, Hackenschmied und so weiter. War etwas schwer, aber in der nächsten Aufbausession wird daran gefeilt. Irgendwie sah das Ganze live etwas spektakulärer aus. Hier von der Weite schaut das einfach nur schwämmig aus. Und schmal. Na schau, wie er sich da anstrengt. Na, müde wird er. Da ist er. Kurz der Moment. Man denkt, man sei prall, aber dann irgendwie auch nicht. So ist das. Mal fühlt man sich prall, mal nicht. Ja, ja, sehr anstrengend. Beißt dir in die Lippen, mein lieber Johnny. Also wer da jetzt noch zuhört, der hat sein Leben echt nicht mehr unter Kontrolle. Also ich weiß nicht, was ich da für einen Stuss von mir gerade gebe, nur um das Video etwas auszufüllen. Also Hut ab an die Leute, die das ansehen. Wenn ihr schon da seid, könnt ihr gerne ein Abo geben. Oder auch nicht. Ist euch überlassen. Sitz gerade am Sofa und schau mir das selber an. Ja, ja. Schmaler Mensch, du. Schmaler Mensch. Ja, ja. Keine Sorge. Kommst schon nicht ins Schwitzen. Der Schlitz mit dem Fischerhut. Hat das Auge gejuckt. Jetzt mache ich es doch bilateral, warum auch immer. Auf jeden Fall wird hier alles übersäuert, soweit es geht. Na, geht schon, tu weiter. Ja. Da geht ihm schon die Puste aus. Wach. Na komm schon. Na geh.
Na, endlich sind wir fertig und sind bei den Liegeschlitz angelangt. Da gehen ein paar Liegeschlitz. Aber nicht mehr viel, weil ich bin so ziemlich übersäuert. Aber man tut, was man tun kann, oder? Mitten hier auf der Trainingsfläche. Da sieht man, dass sich niemand für einen interessiert. Kein Mensch schaut dich an. Man ist tatsächlich nicht so wichtig, wie man manchmal denkt. Einfach die Kamera anwerfen und ausführen. Ja, da sind wir schon am Ende angelangt, oder? Nee, immer noch nicht. Da geht noch was. Aber jetzt wird's langsam Zeit. Der Typ denkt sich, der blöde Schlitz da versperrt den Weg, aber Gott sei Dank ist er fertig und macht jetzt die Bauchmuskeln. Ohne Zusatzgewicht, einfach mit dem durchsichtigen Oberkörper. Ja, da im Schnellverfahren. Da habe ich auch einen Majorsatz gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Hier etwas Beinheben. Dachte mir, wieso nicht? Mach mal das Beinheben, aber irgendwie war ich da schon etwas übersäuert, da ging nicht mehr viel, da habe ich Klimmzüge gemacht. Dann war aber bald Sense. So, Workout zu Ende, hatte eine solide Einheit, habe eine Gebühr ausbauen können. Und jetzt geht's ab nach Hause, die restlichen Meals essen. Los geht's. Oh yes, look at this sexy bitch. Was läuft? Kurz unter die Dusche und ein kleiner App. Check! Dann wurde auch das ganze schlitzige Eiklar mit Reis aus dem Kühlschrank geholt und irgendwie ist es dann zu einem riesen Sushi-Eiklar geworden, keine Ahnung. Das Ganze wird dann natürlich für ein paar Minuten in die Mikrowelle reingestaut und ja, irgendwie ging die Klappe nicht zu, aber jetzt. So aufgewärmt, ready to eat, mit ein bisschen Verdünnungssaft. Ich meine, kälter wird in der Mikro nicht. Das Ganze wird am Sofa natürlich ganz entspannt verzehrt. Das schmeckt so gut. Oder vielleicht schmeckt es nur mir so, weil ich in der Prep angekommen bin. Damit wir die ungesättigten Fette nicht ignorieren, gibt's dann ein paar Cashewnüsse, 28 Gramm. Das Problem ist, es besteht Suchtgefahr, man kann da nicht mehr aufhören, man muss sich dann beherrschen. Zu guter Letzt gab's dann etwas Mikrowellen-Popcorn von Clever. Ich meine, ich habe letzte Woche die Kellys Popcorn probiert, die sind überhaupt nicht besser, nur 10-mal teurer. Hier habe ich mir fast die Finger verbrannt, AMK. Dann gab's noch etwas Verdünnungssaft mit Eiswürfel, natürlich im besten Shaker der Welt. Und dann wurde das Ganze auch schon verzehrt. Um den Abend ganz schlitzig ausklingen zu lassen, gab es dann auch noch eine Wasserpfeife, die nur aus Wasser besteht. Es soll euch nicht motivieren, eine Wasserpfeife anzuzünden. Um völlig zu entspannen, gab es dann auch einen sehr beruhigenden Film. Verzweifeldebüt, sehr empfehlenswert. Dann beende ich mal den ersten Tag meiner Peak Week. Good night, ladies and gentlemen.